Ganz herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zur fünften Ringvorlesung des IGAV Campus. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema von Frau Professorin Heine aus Lübeck, KI in der Verwaltung. Ist in aller Munde. Wir beschäftigen uns alle mit künstlicher Intelligenz und wir haben das Format, dass wir in einer Stunde profund jetzt in das Thema eingeführt werden und das auch in Verbindung bringen mit Souveränität des Staates. Herzlich begrüßen darf ich natürlich neben Ihnen als Zuhörer und Zuschauer in der Ringvorlesung, die online stattfindet, aber auch aufgezeichnet wird und die auch offline dann abrufbar ist später, Frau Professorin Heine. Sie ist seit 2019 Professorin für E-Government und Open Data Ecosystems an der Universität in Lübeck und wissenschaftliche Leiterin des Joint E-Government Open Data Innovation Labs. Mit diesem Innovation Lab sind Sie auch schwer aktiv und prominent vertreten und sind da auch, was die Forschung angeht, sichtbar. Und ich verfolge das auch mit großem Interesse, was Sie da alles in Lübeck an der Universität stemmen auf diesem Gebiet. Sie waren zuvor Juniorprofessorin für Wirtschaftsinformatik, insbesondere E-Government, an der Universität in Potsdam und forschten zu menschenzentrierten und prozessorientierten Anwendungen im öffentlichen Sektor. Der IGAV Campus richtet sich an den öffentlichen Sektor, deswegen sind Sie super gut platziert und mit dem Thema natürlich das Interesse im öffentlichen Sektor, auch dass Hochschulprofessoren aus Ihrem Forschungsgebiet das Thema mal vorstellen, ist sehr groß. Und ich freue mich, dass Sie heute die Ringvorlesung halten. Sie waren oder sind auch engagiert im Vorstand des Nationalen E-Government-Kompetenzzentrums im NEGZ und Sie erstellen auch ein Modul für den IGAV Campus, ein MOOC, den Sie bald durchlaufen können. Da will ich schon Werbung machen für den IGAV Campus. Sie sehen das im Hintergrund, gucken sich die Lernmodule an und Frau Heine wird auch dort ein Lernmodul zur Verfügung stellen. Und Frau Heine, Sie haben jetzt das Wort. Herzlichen Dank, dass auch ich hier sprechen darf zum Thema KI in öffentlichen Verwaltungen. Es freut mich sehr, hier heute einen Überblick geben zu können über das Thema und vielleicht auch neugierig zu machen auf den Kurs, den wir auf IGAV Campus dann auch in den nächsten Tagen Schritt für Schritt veröffentlichen werden. Spätestens im Dezember ist er dann vollständig verfügbar und wir starten mit einem Überblick, also womit wollen wir uns heute beschäftigen? Einmal wollen wir loslegen mit der Frage, wie können wir künstliche Intelligenz oder KI-basierte Systeme im öffentlichen Sektor eigentlich anwenden? Dann möchte ich es wagen, einen ganz kurzen Überblick über ausgewählte KI-Grundlagen zu geben und schließlich vertiefend noch das Thema Mensch- und KI-System. Wie arbeiten Beschäftigte im öffentlichen Sektor, aber auch Bürgerinnen und Bürger letztlich mit KI-Systemen im öffentlichen Sektor dann auch zusammen? Das also zum Überblick und wir starten mit den Anwendungsoptionen. Ich habe das mal gesammelt und gegliedert in drei Bereiche: informieren und kommunizieren, erkennen und agieren. Wir fangen mit informieren und kommunizieren an. Chatbots sind allen ein Begriff. Da gibt es inzwischen sehr viele Angebote von ganz verschiedenen Verwaltungen. Wir können also rund um die Uhr mit diesen Chatbots kommunizieren, auch bei erhöhtem Bedarf, wenn zum Beispiel Personalressourcen gar nicht ausreichen würden, um Informationen herauszugeben, zum Beispiel in Krisensituationen. Und so können wir Verwaltungen auch von einfachen Beratungsgesprächen entlasten. Wenn das gut gemacht ist, sind die Chatbots auch mehrsprachig. Das hat auch viele Vorteile für bestimmte Gruppen und sie verbessern auch die Barrierefreiheit für Menschen, die zum Beispiel zeitweise oder immer nicht tippen können oder schreiben können oder die zeitweise oder immer schlecht hören oder sprechen können. Das ist so ein Beispiel, den wir kennen. Die Sprachassistenten sind da analog dazu. Und dann gibt es eben auch noch Empfehlungssysteme, die kennen wir auch aus der Privatwirtschaft, aus unserem Umgang mit zum Beispiel großen Online-Kaufhäusern, wo uns eben passende Produkte empfohlen werden. Das sind Anwendungsbereiche, die wir uns auch im öffentlichen Sektor sehr gut vorstellen können und wo wir auch schon vielfältige Erfahrungen gemacht haben. Sicherlich
kennen wir auch die Grenzen. Jeder hat auch schon mal gedacht, naja, so intelligent scheint der Chatbot jetzt doch nicht zu sein, wenn man dann sich mal ein bisschen länger damit befasst. Aber das ist es, was wir gerade auch in der Praxis vielfältig vorfinden und wo auch weiter geforscht und verbessert wird. Dann das Thema Erkennen. Was auch ein spannender Anwendungsbereich ist, ist die Frage, wie können wir eigentlich bestimmte Zustände erkennen und überwachen. Also zum Beispiel Zustände von Brücken, Zustände von Gebäuden, von Anlagen. Und das betrifft auch andere Bereiche. Wir können also Anomalien auch aufdecken, um zum Beispiel Betrug aufzudecken. In der Steuerverwaltung ist das ja relevant. Dann das Thema Identitäten ist auch ein schönes Beispiel für den Bereich Erkennen. Es gibt Systeme, die Personen auf Basis von Bild- und Tonmaterial oder auch auf Basis von Handschriften identifizieren können. Es ist auch denkbar, dass wir Bescheinigungen erkennen können, auch bezogen auf Relevanz und Echtheit von solchen Nachweisen. Und schließlich der Bereich Prognosen, wo wir eben versuchen, auf Basis vergangener Daten vielfältigen Datenprognosen über die Zukunft zu erhalten. Und dann haben wir noch den Bereich Agieren. Da geht es um die Robotik. Also wir haben verschiedene Arten von Robotern, die wir uns vorstellen können, die im öffentlichen Sektor durchaus auch eine Rolle spielen können. Auch wenn das in der Praxis, wenn man so auf Konferenzen unterwegs ist, die sich mit KI befassen im öffentlichen Sektor, gar nicht so oft im Fokus steht. Denkbar ist es aber trotzdem. Allein Diagnoseroboter zum Beispiel zur Erfassung der Umwelt, besonders auch bei gefährlichen Einsätzen, zum Beispiel bei Erkundung bei Bränden wäre da so ein Beispiel. Dann können wir uns auch gut vorstellen, dass es Service-Roboter gibt, die zum Beispiel Reinigungsroboter, die auch im öffentlichen Sektor ja agieren könnten. Transportroboter wären auch denkbar. Industrieroboter sind ja schon im breiten Einsatz, kann man aber auch eben übertragen auf den öffentlichen Sektor. Und was auch noch interessant sein kann, auch wenn wir ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, sind sozioemotionale Roboter, die uns zum Beispiel in Empfangs- und Begrüßungssituationen helfen können. Das heißt, ich betrete ein komplexes Verwaltungsareal mit vielen Gebäuden. Ich muss mich da irgendwie zurechtfinden. Ich muss vielleicht verschiedene Stellen besuchen, warum auch immer, weil ich persönliche Beratung brauche. Und dann empfängt mich eben so ein Roboter und bringt mich an die richtigen Stellen und ist vielleicht auch noch besonders freundlich zu mir, sodass ich mich gut aufgehoben fühle. Und auf der nächsten Folie gucken wir uns ein paar konkrete Beispiele an. Da kennen Sie sicherlich auch schon einiges davon. Also wir haben ganz oben links einen Roboter, der im Moment in Singapur im Einsatz ist und dort in der Erprobung ist, muss man sagen. Dort sind zwei Roboter gerade unterwegs, die eben schlechtes Sozialverhalten erfassen und dann eben entsprechend die Möglichkeit besteht, dass es direkt ein Signal gibt, irgendwie eine Ermahnung, sage ich jetzt mal, oder dass eben auch ein Beschäftigter aus der Ordnungsverwaltung dann entsprechend auch vor Ort auftaucht und sich dem Problem annimmt. Es geht dabei gar nicht so sehr um rechtliche Konsequenzen, das steht hier nicht im Vordergrund, sondern einfach sozusagen um die Erinnerung an bestimmte gewünschte Verhaltensweisen im öffentlichen Raum, sowas wie Rauchen nur innerhalb der Raucherzonen oder irgendwie ein Abstellen von Fahrrädern am falschen Ort oder Verstöße gegen Hygieneregeln, gerade jetzt in dieser Zeit. Dann haben wir das Beispiel Chatbot. Ich glaube, das war einer der ersten, nicht vielleicht der erste, der Chatbot Bobby in Berlin, habe ich einen Screenshot mitgebracht. Was da besonders schön ist, ist, dass er tatsächlich mehrsprachig ist, denn da entfaltet er natürlich dann auch viele Vorteile für Gruppen, die eben Hemmungen haben oder Probleme haben, sich auf Deutsch beraten zu lassen oder auf Deutsch Verwaltungsleistungen und Informationen in Anspruch zu nehmen. Was wir unten links sehen, es ist eine Studienbescheinigung. Das ist jetzt einfach nur eine beispielhafte Studienbescheinigung. Und da gibt es eben auch schon Systeme, die genau diese Echtheit von Studienbescheinigungen und Relevanz, also ist das überhaupt das richtige Semester, bei der Agentur für Arbeit wird das eingesetzt, dann eben auch massenhaft prüfen kann. Und dann haben wir noch schließlich ein letztes Beispiel. Da geht es darum, die vielfältigen Dokumente, die in Verwaltungen ver- und bearbeitet werden, automatisiert zu
identifizieren, das heißt, welche Dokumente gehören eigentlich zusammen und was muss zusammen bearbeitet werden und dann auch zu klassifizieren, sodass man dann letztlich entweder Informationen, die relevant sind für die Fallbearbeitung, aus den Dokumenten auslesen kann und in Fachanwendungssysteme übertragen kann oder dass es auch möglich ist, die Bearbeitung entsprechend zuzuordnen. Das sind so ein paar Beispiele, finden sich noch viele mehr. Es gibt auch einige Studien, die Überblicke geben über Beispiele, Anwendungsbeispiele, KI im öffentlichen Sektor. Und das soll so einen Einblick geben, wo wir da eigentlich schon stehen. Vieles ist noch in der Erprobung und in der Entwicklung. Es gibt sehr viele Projekte derzeit und es ist sicherlich spannend zu beobachten, was sich in den nächsten 2 bis 3 Jahren da auch verändern wird. Worauf ich jetzt nochmal eingehen möchte, bevor wir auf die Grundlagen eingehen, worauf diese Anwendungen eigentlich auch beruhen, ist die Frage, was wir mit dem KI-Einsatz, dem Einsatz von KI-Systemen eigentlich erreichen wollen im öffentlichen Sektor. Da können wir ruhig einen Schritt zurücktreten, nochmal innehalten und überlegen, was sind eigentlich die großen Ziele. Und dann kann man sofort, das haben wir ja auch gerade schon an den Beispielen gesehen, daran denken, dass Prozesse effizienter ablaufen, also die Kosten-Nutzen-Relation sich verbessert, dass wir Prozesse oder Prozessteile automatisieren oder stärker automatisieren können. Das kann uns dabei helfen, mit knappen Personalressourcen umzugehen. Das kann uns dabei helfen, mit Lastspitzen umzugehen, wenn besonders viele Anträge in bestimmten Sachgebieten eingehen. Wir können Beschäftigte in öffentlichen Verwaltungen von belastenden Tätigkeiten entlasten. Wir können versuchen, verbesserte Ergebnisse zu erzielen, also weniger Fehler zum Beispiel in der Bewertung von Bescheinigungen und Nachweisen, dass weniger falsche Bescheinigungen, ungültige Bescheinigungen durchrutschen zum Beispiel. Dann das, ein weiteres Ziel kann die verbesserte Servicequalität sein. Da geht es sicherlich auch um die Fragen der Individualisierung, zum Beispiel Mehrsprachigkeit durch Sprachassistenten und auch Genauigkeit von Dienstleistungen. Also was brauche ich jetzt eigentlich? Die Erreichbarkeit spielt eine wichtige Rolle und auch sicherlich die Freundlichkeit im Service oder in diesem Kontakt zur Verwaltung. Und zur Vertiefung kann man da sehr gern nochmal in das KI-Leitlinienmodell von Wirtz und Weyerer reingucken. Das geht dann über die Ziele auch hinaus und gibt dann eben auch nochmal Vertiefungen zur KI-Strategiebildung und zur KI-Governance zum Beispiel. Was man natürlich auch als Ziel angeben kann, gerade in dieser Phase, ist das Ziel der Erprobung. Wir wollen jetzt erstmal vielleicht gar kein konkretes dieser Ziele der Verbesserung erreichen, sondern wir sagen, wir wollen KI-Anwendungsoptionen ausprobieren und wollen schauen, was wir damit eigentlich erreichen können. Das sind dann also eher explorative Ansätze. Nun geht es weiter mit ausgewählten KI-Grundlagen. Das möchte ich auch betonen und unterstreichen. In diesem Rahmen kann ich wirklich nur ausgewählt Einblicke geben und einen kleinen Überblick geben. Und vielleicht lädt das ja ganz besonders dazu ein, dann auch den Kurs noch weiter zu verfolgen oder auch über andere Quellen da nochmal zu vertiefen. Es gibt ja tolle Angebote, wie zum Beispiel den KI-Campus auch, wo sich die Kurse ausschließlich mit dem Thema KI in ganz verschiedenen Anwendungsgebieten beschäftigt. Intelligenz macht uns Menschen ja gegenüber anderen Lebewesen zu etwas sehr Besonderem. Deswegen ist Intelligenz auch vielleicht etwas, oder wenn wir über Intelligenz diskutieren, ist das immer auch gleich ein bisschen emotional. Und es stellen sich dann auch viele Fragen. Was ist eigentlich Intelligenz? Wie messen wir Intelligenz? Auch das ist ja nicht unstrittig. Und die große Frage, sollten wir überhaupt versuchen, sie nachzubilden und wie weit dürfen wir da gehen? Und schon die Beantwortung dieser Fragen bereitet je nach Perspektive, die man einnimmt und aus welcher Disziplin man auch auf diese Fragen guckt, schon einige Schwierigkeiten und deutet darauf hin, dass das Ganze gar nicht so einfach anzugehen ist. Und wenn wir jetzt zurückgucken auf die Pioniere der KI in den 50er Jahren, dann haben die Folgendes beschrieben. Sie sagen, also John McCarthy hier ganz im Speziellen, das Ziel der KI ist es, Maschinen zu entwickeln, die sich verhalten, als verfügten sie über Intelligenz. Es ist also sozusagen die Frage, wie sieht eine Maschine aus, die nach außen hin intelligent wirkt? Und dann kann man sich schnell vorstellen, dass aus heutiger Sicht zumindest ziemlich simple Mechanismen hinter intelligent wirkenden Maschinen stecken können. Also wenn wir uns vorstellen, so der Taschenrechner vor
vor einigen bis vielen Jahren, je nachdem, wie man das so sieht, war das sicherlich aus menschlicher Sicht eine tolle Errungenschaft. Und das, so ein Taschenrechner wirkte dann schon intelligent. Man konnte ihm beliebige Aufgaben stellen und kann das noch immer. Und das Ergebnis ist korrekt. Das ist ja irgendwie im Vergleich zu menschlichen Fähigkeiten schon intelligent. Aber wir sagen natürlich heute, wir würden da niemals davon sprechen, dass so ein Taschenrechner besonders intelligent ist oder dass das vielleicht sogar zum Gebiet der KI gehört. Daher der Bezug ist sehr wichtig und Elaine Rich hilft uns da mit ihrem Ansatz. Und sie beschreibt, dass KI sich eben mit der Frage befasst, wie Computer Aufgaben bewältigen können. Und jetzt kommt der wichtige Bezug, bei denen Menschen derzeit überlegen sind. Und dann relativiert sich das. Und diese Definition, die kann auch noch in vielen Jahren gültig sein, egal wie weit wir dann sind beim Einsatz von KI und auch bei neuen Methoden der KI. Und wichtig finde ich auch nochmal jeweils die Satzanfänger dieser Definition. Sie zeigen nämlich ganz deutlich, dass die künstliche Intelligenz eine Teildisziplin ist und zwar eine Teildisziplin der Informatik. Und dass es gar nicht darum geht, die eine KI zu entwickeln. Und es gibt nicht die eine KI, sondern es ist eine Teildisziplin der Informatik. Das hilft auch oft, wenn man dann darüber streitet, ist das jetzt KI, dieses System, oder ist es das nicht, das nochmal ein bisschen einzuordnen. Und wenn wir uns das ein bisschen genauer angucken, dann sehen wir hier auf der rechten Seite, das kennen Sie vielleicht auch, die KI-Apotheke mit den vielen verschiedenen Beiträgen unterschiedlicher Gebiete. Wir sehen da Beiträge aus der Logik, Statistik, aus der Bildverarbeitung, aus der Linguistik, aus der Psychologie und aus der Neurobiologie. Und diese Vielfalt an KI-Verfahren, die sind auch bezogen auf die historische Einordnung eben auch unterschiedlich einzuordnen. Also wenn wir heute manchmal streiten, ob das jetzt KI ist oder nicht, dann hilft es manchmal da nochmal drauf zu gucken und sagen, naja, auch aus historischer Perspektive ist das eindeutig KI. Heute, wenn wir auch auf die Definition nochmal zurückblicken, dann ist das vielleicht zumindest kein aktuelles Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Was ist nun heute aber besonders relevant? Menschen sind ja besonders gut darin, mit unbekannten und sehr verschiedenen Situationen umzugehen. Also wir können uns auf sehr unterschiedliche Situationen sehr gut einlassen. Und das können Computer, das wissen wir lange nicht so gut. Sie können nur in sehr, sehr spezifische Teilaufgaben gut lösen. Und maschinelles Lernen ist genau deswegen aus heutiger Sicht ein zentrales Teilgebiet der KI, mit dem wir uns intensiv befassen. Und dabei gibt es verschiedene Herangehensweisen. Zum einen gibt es die Herangehensweise, dass wir versuchen, das menschliche Gehirn nachzubilden. Die Ideen zu neuronalen Netzen, die entstammen ja auch der Hirnforschung. Und der zweite Ansatz ist ein eher zielorientierter Ansatz, wo man versucht, Methoden und Verfahren je nach Aufgabe zu wählen. Also wir bedienen uns dann aus dieser KI-Apotheke, kombinieren verschiedene Ansätze und wollen dann eben auf diese Weise Ergebnisse erzielen, und zwar immer sehr spezifisch ausgerichtet auf das jeweilige Problem. So, es ging jetzt um das maschinelle Lernen und deswegen möchte ich hier zumindest einen sehr, sehr groben Überblick über die drei verschiedenen Arten, wie Maschinen so grundsätzlich lernen können, geben. Das erste ist das überwachte Lernen, dann haben wir das unüberwachte Lernen und ganz rechts sehen wir das verstärkende Lernen. Beim überwachten Lernen ist es so, dass wir eine Trainingsphase haben. Wir geben dem System beschriftete Eingaben mit. Das heißt, wir klassifizieren bereits bei der Eingabe und sagen, naja, das ist jetzt hier zum Beispiel ein Dreieck und das ist ein Kreis und das ist ein Quadrat und so weiter. Und wenn dann ausreichend Trainingsdaten verarbeitet wurden, dann versuchen wir das eben noch mit Testdaten, ob das jetzt auch wirklich gut geklappt hat. Und dann können wir letztlich auch völlig neuartige Eingaben dem System zuführen und können dann eben ganz gute Ergebnisse erwarten. Das System findet dabei Regeln, wie diese bekannten Eingaben richtig beschriftet werden können. Beim unüberwachten Lernen ist es so, dass das System unbeschriftete Eingaben erhält. Also wir haben ja keine Trainingsphase, sondern wir bekommen einfach
Massen an Daten und versuchen dann Strukturen zu finden. Und das passiert zum Beispiel über Abstandsmaße. Dann guckt man, wie ist eigentlich die Ähnlichkeit zwischen den einzelnen Elementen und versucht dann Abstände festzustellen und darüber dann eben Gruppen zu bilden. Und das passiert zum Beispiel bei Suchmaschinen, die funktionieren so. Und schließlich das verstärkende Lernen, da geht es um das Feedback aus der Umwelt. Das heißt, ein System versucht, den Zustand in der Umwelt zu erfassen, wählt dann eine Aktion, führt die durch und erhält eine Belohnung oder eine Bestrafung und passt dann entsprechend die Strategie an. Grundsätzlich funktioniert das ja auch so bei zum Beispiel kleinen Kindern, die laufen lernen. Wenn sie stürzen, dann tut es irgendwie weh, das ist die Bestrafung. Und wenn sie die Schritte vorwärts schaffen, dann kommen sie an ihr Ziel, das ist die Belohnung. Es wird da sozusagen ein bisschen nachgebildet, diese Logik. Und Roboter wäre ein Beispiel, die über verstärkendes Lernen lernen. Wichtig ist noch, dass es in der Praxis meistens zu einer Kombination von ganz verschiedenen Methoden der KI kommt und gar nicht so sehr immer nur ein Weg beschritten wird, sondern das sind ja komplexe Interaktionen, die wir mit KI-Systemen ausführen. Das heißt, wir stellen zum Beispiel mündlich Fragen, da muss irgendwie Sprachverarbeitung im Spiel sein. Dann wollen wir eine kompetente Antwort haben. Das heißt, es muss aus einer Wissensbasis heraus die richtige Antwort ausgewählt werden für die aktuelle Situation. Und so kommen wir eben auch zu der Frage, wie eigentlich Mensch und KI-System gut zusammenarbeiten können. Und das ist der dritte Teil dieser Vorlesung. Und wir haben gesehen, dass es vielfältige technische Lösungsansätze gibt. Am Ende müssen wir auch, gerade wenn wir den Verwaltungskontext wieder in den Fokus rücken, müssen Menschen in den Verwaltungen mit diesen Systemen arbeiten oder müssen eben Bürgerinnen und Bürger oder Beschäftigte in Unternehmen mit diesen Systemen arbeiten, wenn sie im öffentlichen Sektor zum Einsatz kommen. Und dann ist eben natürlich die nächste Frage, wie gestalten wir nun KI-Systeme? Welche Einsatzszenarien sind vorstellbar und gewünscht und wie funktioniert da genau die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI-System? Und da kann man ein paar ältere Modelle durchaus, das ist jetzt aus den 70er Jahren, zu Rate ziehen. Da wurden schon die Stufen der Automatisierung beschrieben. Die unten ist, der Mensch macht alles allein und ganz oben bei der 10. Stufe der Automatisierung wird der Mensch komplett ignoriert und das System handelt komplett autonom, entscheidet also alles. Und diese Stufen helfen dabei, nochmal genau zu überlegen für die verschiedenen Einsatzszenarien und ganz konkret am Anwendungsfall, welche Stufe der Automatisierung wollen wir erreichen, wie schaffen wir das und was es aber noch nicht gibt, ein solches Modell, sind genaue Informationen darüber, wie die Zusammenarbeit dann wirklich stattfindet, besonders in den Stufen 2 bis 9. Wie genau passiert das, dass ein KI-basiertes System bei komplexen Sach- oder Fallentscheidungen zum Beispiel mit dem Menschen oder sogar mit mehreren Menschen, mit verschiedenen KI-Systemen, das ist ja eine hohe Komplexität, die wir dann vorfinden, auch wirklich gut zusammenarbeitet. Und da hilft uns erstmal ein Modell, das verschiedene Aspekte dieser Interaktion beschreibt. Und das sehen wir hier auf dieser Folie. Wir sehen also oben den Menschen, unten das KI-System, ein spezifisches KI-System. Und dann gibt es eine Interaktion zwischen beiden, zwischen Mensch und KI. Und dann haben wir als erstes, was relevant ist, die Interaktionstransparenz ganz links. Und da ist die Fragestellung, weiß der Mensch eigentlich, dass er hier mit einem KI-System interagiert? Ist er sich dessen vollkommen bewusst, auch was den Funktionsumfang angeht und was auch den Grad der Automatisierung angeht? Das haben wir ja gerade gesehen, die Stufen der Automatisierung, gibt es da ein Bewusstsein drüber? Das nächste ist der Interaktionsimpuls. Es beschreibt im Prinzip den Grund der Interaktion, also warum wird jetzt überhaupt zusammengearbeitet. Dann sehen wir noch die Aktionsfrequenz, das heißt innerhalb einer Interaktion, wie häufig passiert da eigentlich ein tatsächlicher Austausch, Aktion zwischen Mensch und KI. Dann die Aktionsrichtung, die gibt an, eben ob die Aktion ausschließlich in eine Richtung geht oder ob sie vielleicht bidirektional abläuft. Dann haben wir den Aktionskanal. Da geht es um die
Wahrnehmungsformen, die da genutzt werden? Wie gehen denn die Informationen über von Mensch zu KI-System und zurück? Also zum Beispiel über Sprachbefehle oder optisch, zum Beispiel mit Hilfe von Zahlen und Symbolen oder eben auch haptisch durch Vibration oder durch Temperaturveränderungen oder andere Steuerelemente. Und genau das ist der Aktionskanal. Dann haben wir ein Interaktionsresultat, das heißt, wir haben ein Ergebnis, irgendetwas, was die Umwelt beeinflusst. Und dieses Ergebnis, es könnte sein, dass es um eine Information geht, um eine Entscheidungsvorbereitung oder um eine konkrete Entscheidung, um eine Beratung, welche Informationen sind relevant für eine bestimmte Aufgabe. Also es ist dann jeweils abhängig, womit ich mich hier eigentlich genau befasse und mit welchem Anwendungsszenario wir uns ja auch beschäftigen. Schließlich die Interaktionshäufigkeit, sie gibt an, wie häufig Interaktionen stattfinden in einem spezifischen Zeitraum. Und dabei kommt es auch darauf an, gibt es dann zwischen diesen verschiedenen Interaktionen auch Abhängigkeiten oder sind das völlig unabhängige Interaktionen, die da stattfinden? Und dann schließlich noch die Frage ganz oben rechts, in welchem Umfeld findet die Interaktion eigentlich statt? So, nun wollen wir das aber übertragen auf den öffentlichen Sektor, um das vielleicht auch ein bisschen anschaulicher zu machen. Wir nehmen nochmal das Beispiel, dass eine Studienbescheinigung geprüft werden soll. Dann ist das eine Interaktion, die sicherlich überhaupt mal, die findet irgendwie im Büroumfeld statt. Der Beschäftigte in der Sachbearbeitung muss also Studienbescheinigungen prüfen und dann gibt es den konkreten Interaktionsimpuls und die bewusste Entscheidung, ich nutze das KI-System dafür. Also die Interaktionstransparenz wäre so, wie ich das jetzt skizziere, eben hoch. Es könnte auch sein, dass die Beschäftigten das gar nicht so genau wissen, dass jetzt hier ein KI-System dahinter steckt oder zumindest nicht so genau wissen, wie es funktioniert. Das kann auch gut sein, aber ich gehe jetzt mal davon aus, die wissen das schon und wurden da auch entsprechend geschult. Dann haben sie den Anlass, sie müssen so eine Bescheinigung prüfen und geben das an das KI-System. Der Impuls kommt also direkt aus der Fallbearbeitung heraus. Dann wird es geprüft und auf Seiten der KI ein Ergebnis wird geliefert. Und jetzt könnte es eine Aktion zurückgeben, nämlich wenn man sagt, naja, ich glaube, da gibt es noch irgendwie andere wichtige Informationen, die mich davon überzeugen, dass diese Einschätzung vielleicht falsch ist. Also dann gibt es so ein Feedback. Bei selbstlernenden Systemen würde das dann das KI-System auch weiter verbessern. Und die Interaktion kann mehrmals täglich stattfinden, weil solche Prüfungen mehrmals täglich stattfinden. Und es gibt dann aber keine fachlichen Abhängigkeiten zwischen den Interaktionen. Bei sehr komplexen Prozessen, Entscheidungsprozessen, ist ja auch denkbar, dass man immer wieder auch mal auf Ergebnisse der vorigen Interaktion zurückgreifen muss. Was ist das Ziel eines solchen Modells? Es soll die Interaktion zwischen Mensch und KI-System sehr präzise darstellen, um uns in die Lage zu versetzen, das auch bewusst und präzise zu gestalten. Also was ist das? Das KI-System, mit dem die Beschäftigten konkret arbeiten. Also das ist auch eine Frage der Mensch-Computer-Interaktion und genau der Gestaltung dieser Schnittstelle. Und so komme ich zum Ende der Vorlesung und möchte gern noch ein paar Fragen dazu mitgeben. Und zwar zum einen die Frage, wenn ich mir jetzt gerade dieses Modell angucke, was müssen wir eigentlich tun, um ein angemessenes Maß an Akzeptanz und Vertrauen auf Seiten der Nutzerinnen und Nutzer zu erzielen? Wir müssen auf jeden Fall die Erwartungen der Menschen berücksichtigen und wir sollten uns Gedanken machen über die relevanten Eigenschaften. Was müssen wir eigentlich gestalten? Also zum einen die Transparenz über den Einsatz und die Funktionsweise, aber auch die Möglichkeiten, die Kontrolle zu behalten. Das sind so einzelne Aspekte, die ich hier nur anreißen möchte. Und dann folgen daraus einige andere Fragen, zum Beispiel, wie informieren wir eigentlich angemessen? Wie kann man komplexe Inhalte zur Funktionsweise eines KI-Systems eigentlich transportieren? Wie kann man im Einzelfall begründen, warum eine Empfehlung oder ein Ergebnis vom System so ausgegeben wurde? Was brauche ich eigentlich für organisatorische Maßnahmen, um den KI-Einsatz angemessen zu begleiten? Und müssen wir da vielleicht auch regulierend eingreifen? Und dann freue ich mich auf die Diskussionsbeiträge, auf Fragen und bedanke mich bei Ihnen, dass ich hier sprechen darf. Hallo und vielen Dank für die Möglichkeit, ein virtuelles und leider auch aufgezeichnetes Grußwort für die Ringvorlesung zu sprechen. Virtuell, darauf werden wir gleich nochmal kommen, dass das inzwischen ja schon die fast
normale Situation ist aufgezeichnet, liegt schlicht und einfach daran, dass ich parallel gerade in der Sitzung des IT-Planungsrats des Bundes und der Länder bin, das oberste Steuerungsgremium für IT-Themen des Bundes und der Länder und auch explizit natürlich des Themas Verwaltungsmodernisierung, Verwaltungsdigitalisierung, auch des Einsatzes von Intelligenz. Virtuell haben wir schon als neue Normalität im Rahmen der Krise tatsächlich auch im Rahmen der Covid-19-Krise tatsächlich auch aufgenommen als das neue Standardformat, in dem wir tatsächlich auch zusammenarbeiten. Und wenn man virtuell zusammenarbeitet und dieser Modus, den ich jetzt hier gerade im Rahmen dieses Grußworts auch, den ich hier verwende, ist ja etwas, was jetzt erzwungenermaßen sehr, sehr stark in den Vordergrund getreten ist durch Covid-19, weil wir uns nicht mehr persönlich treffen konnten, aber trotzdem natürlich auch in der öffentlichen Verwaltung, aber auch in der Privatwirtschaft weiterarbeiten mussten, weil wir uns tatsächlich ja auch um Themen kümmern müssen, weil wir neue Ideen entwickeln müssen, aber tatsächlich auch Projekte, die es gibt, beispielsweise auch regelmäßig betreuen müssen. Das heißt, die Arbeit geht ja weiter. Virtuell, digital und asynchron kann Verwaltungsarbeit nur funktionieren, wenn sie digitalisiert ist. Im Rahmen der Krise und gerade in den ersten Wochen haben wir gemerkt, dass dort, wo Verwaltung bereits digitalisiert wurde, und sei es nur durch den Einsatz eines elektronischen Aktensystems, was es in Schleswig-Holstein, zumindest in der Landesverwaltung, schon sehr, sehr breit gibt, oder sei es durch irgendwelche Fachverfahren der öffentlichen Verwaltung, in denen die Verwaltungsarbeit auch stattfindet, da hatten wir kein Problem damit, dass Kolleginnen und Kollegen jetzt ausschließlich elektronisch arbeiten. Da hatten wir kein Problem damit, dass Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch im Homeoffice sind, weil Verwaltungsarbeit konnte genauso gut stattfinden. Das heißt, dort haben wir Verwaltungsarbeit tatsächlich von der Örtlichkeit der Amtsstube tatsächlich dann auch entkoppelt. Da, wo das nicht der Fall ist, da hatten wir Probleme. Da, wo wir noch mit Akten arbeiten, da, wo eben keine Digitalisierung stattgefunden hat, sondern wo persönlich zusammengesessen werden muss, um Verwaltung voranzutreiben. Das war etwas, das ist durch die Krise tatsächlich nochmal deutlich hervorgetreten und da haben wir tatsächlich auch Modernisierungsbedarf. Das Erste, was ich Ihnen also mitgeben möchte, auch für diese Vorlesung, ist, wir haben noch weiteren Modernisierungsbedarf in der klassischen Digitalisierung. Das heißt, erster Schritt, erste Sache, die wir machen müssen, Digitalisierung weiter vorantreiben. Das zweite Megathema, was jetzt auch heute Bestandteil der Beratung des IT-Planungsrats sein wird, ist die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Wir müssen ja gemäß Online-Zugangsgesetz alle Verwaltungsleistungen auch elektronisch, digital, asynchron anbieten. Und das ist der zweite Punkt, den ich gerne mitgeben möchte. Es geht nicht darum, einfach Digitalisierung so zu machen, wie wir sie jetzt bis jetzt gemacht haben, als interne Digitalisierung. Interne Digitalisierung von elektronischen Geschäftsprozessen, sondern Digitalisierung auch zu erweitern. Also Punkt 2 ist Digitalisierung erweitern, nämlich jetzt im Bereich des OZG auf die gesamte Prozesskette, nämlich Bürgerinnen und Bürger, Privatwirtschaft, auch andere Verwaltungen als elementaren Bestandteil des Verwaltungshandelns, des elektronischen Verwaltungshandelns tatsächlich auch zu verstehen. Das heißt, es geht darum, den Verwaltungsprozess von Anfang bis Ende zu digitalisieren oder von Ende bis Ende zu digitalisieren. Jetzt mal eine Analogie zum Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, brauchen wir auch sowas wie eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung. Das heißt, es wird wichtig werden, die Digitalisierung, die die Verwaltung schon durchgeführt hat, zu öffnen und tatsächlich auch gesamtprozessual abzubilden. Das heißt, vom Antrag bis zum Bescheid, von der Anfrage bis zur Antwort muss Verwaltung ausschließlich elektronisch arbeiten. Das ist der Level an E-Government, den wir heute tatsächlich erreichen müssen, wenn wir das Onlinezugangsgesetz umsetzen. Deutschland setzt das Onlinezugangsgesetz um, ist da auch relativ gut mit aufgestellt. Als kleines Land sind unsere Ressourcen, unsere Umsetzungsgeschwindigkeiten auch natürlich begrenzt, aber wir sind da im Bundesvergleich tatsächlich im oberen Drittel unter. Das ist der zweite Punkt, nachdem ich eben gesagt habe, wir müssen Digitalisierung fortsetzen. Der zweite Punkt ist, wir müssen Digitalisierung auch erweitern. Wir müssen die Prozessketten verlängern. Der dritte Punkt ist, und das ist etwas, wo
wo wir tatsächlich jetzt auch Forschung brauchen, wo wir auch Lehre brauchen, wo wir auch neue Ideen brauchen. Das ist der Punkt, Digitalisierung neu zu denken, anders durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, beispielsweise die Verwaltung von repetitiven Aufgaben oder Aufgaben mit klar umreißbaren, Entscheidungsräumen tatsächlich auch automatisiert durchführbar zu machen. Die öffentliche Verwaltung hat den schönen Begriff Dunkelverarbeitung geprägt. Dunkelverarbeitung ist kein anderes, nichts anderes für automatisch-algorithmische Themen, eine automatisch-algorithmische Bearbeitung von Themen. Das, was mit KI jetzt hinzukommt, ist, dass wir das, was wir eigentlich nicht algorithmisch fassen können, was wir aber auf Basis von Input und Output eigentlich relativ klar beschreiben können und wo wir vielleicht auch eine erhöhte Anzahl von solchen Daten schon haben, das genauso automatisiert abzubilden. KI in der öffentlichen Verwaltung wird genau diese Leistung auch bringen. Und das Land Schleswig-Holstein hat sich da sehr, sehr stark auch positioniert und will eben tatsächlich künstliche Intelligenz, Maschinenlernen, maschinelles Entscheiden tatsächlich auch stärker vorantreiben. Das ist halt der dritte Punkt, der ebenso wichtig ist für das, was nachher ja auch in dieser Ringvorlesung nochmal diskutiert werden wird. Es geht halt nicht nur darum, die Digitalisierung voranzutreiben. Es geht auch nicht darum, die Digitalisierung in ihrer Breite und ihrer Länge der Prozesskette zu verbreitern, sondern Digitalisierung neu zu denken dadurch, dass ich neue Werkzeuge, neue Vorgehensweisen, die eben nicht einfach das Imitieren von menschlichen Bearbeitungsschritten in den Vordergrund stellen, sondern tatsächlich auch neue Lösungsmöglichkeiten, neue algorithmische Möglichkeiten auch verwendet. Das ist Sinn und Zweck auch der Befassung von Lehre und von Forschung mit diesen Themen, weil wir da schlicht und einfach das tun müssen, was wir, und jetzt komme ich zurück zum Anfang, über solche Videokonferenzen halt nicht oder bisher nicht gut abbilden können. Kreatives, gemeinsames Arbeiten an Lösungen, Brainstorming, Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, um gemeinsam Lösungen zu finden. Dafür brauchen wir andere Formate, andere Vorgehensweisen und tatsächlich auch nicht einfach nur ein Grußwort, sondern eben Interaktion, gemeinsames Arbeiten. Sie, wir, unsere industriellen Partner, unsere Partner in der öffentlichen Verwaltung müssen tatsächlich uns auch wieder persönlich treffen, um gemeinsam solche Lösungen voranzubringen und eben auch den Einsatz von KI in der öffentlichen Verwaltung voranzubringen. Vielen Dank für die Möglichkeit, dieses Grußwort zu halten. Ich hoffe, dass Sie aus dem, was ich eben darstellte, Digitalisierung durchführen, Digitalisierung erweitern, aber auch Digitalisierung neu denken, einen Impuls mitnehmen können und bedanke mich nochmal für die Möglichkeit, hier ein Grußwort zu halten und wünsche Ihnen eine schöne weitere Beratung, schöne weitere Vorlesung und hoffentlich sehen wir uns dann auch mal und tauschen uns zu Ideen aus, die Sie im Rahmen dieser Vorlesung entwickelt haben, aber auch Ideen, die Ihnen vielleicht gekommen sind bei der Befassung mit künstlicher Intelligenz, mit robotischer Automation von Verarbeitungsprozessen. Darüber müssen wir reden, wenn wir tatsächlich E-Government voranbringen. Vielen, vielen Dank und viel Spaß.